Der blanke Horror ist in Nähten bei Rastede ausgebrochen. So soll es einmal aussehen, wenn die sogenannten Scare-Actor die Besucher ab Oktober bei den Scream Nights das Fürchten lehren. Ganz neu mit dabei sind dieses Jahr Nicole Seidens und ihre Tochter. Sie haben das Casting erfolgreich überstanden und werden dieses Jahr Teil des Gruselkabinetts. Trotz ein wenig Schauspielerfahrung eine Herausforderung. Das ist jetzt ein völlig neues Spielfeld, also Scare-Acting kenne ich mich noch nicht mit aus. Die Atmosphäre ist dann ja auch eine ganz andere. Und hier ist ja der Ort und auch der Raum dafür, dass die Leute sich da bewusst drauf einlassen und auch darauf einstellen müssen, dass sie Unerwartetes erwartet. Zum Erschrecker wird man aber nicht geboren, sondern gemacht. Organisator Dennis Flowers hatte 2013 die Idee zu dem Grusel-Event. Er weiß, worauf es beim professionellen Erschrecken ankommt. Man muss offen sein. Das ist ja für viele ja erstmal ein Thema, wo man sich nicht täglich mit auseinandersetzt. Theaterspiel ist ja das, was dahinter steht. Und sich zu trauen, aus sich rauszugehen, Rollen aufzunehmen, einfach mal ein bisschen verrückt zu sein, das gehört dazu. Und man braucht ein gewisses Zeitkontingent, ne? Also dann tatsächlich auch mal hier am Wochenende zu sein, zu proben, zu üben, all das frisst einfach Zeit. Zum zweiten Mal dient der Wald am Nähtener See als Kulisse. Hier entsteht gleich ein ganzes Dorf, das für Horrorfans zum Gruselparadies werden soll. Über 70 Menschen sind an den Arbeiten beteiligt, 45 Schauspieler üben die Horrorszenarien. Alexander Werner gehört zu den alten Hasen unter den Erschreckern und kann von einigen Erfahrungen berichten. Ein Kerl, groß, breit, richtig schön, ich sag jetzt mal so macho-mäßig, mit seiner Freundin so, ihr könnt mich nicht erschrecken und nichts. Und ich habe ihn selbst erschreckt, wo der 2 Meter in die Luft gesprungen ist, hat seine Freundin stehen lassen und ist abgehauen. Erschrecken wie die Profis, das wollen auch Nicole Seidens und ihre Tochter. Ich könnte mir schon vorstellen, sehr schnell Blut zu lecken und da auch, sofern das hier auch gut ankommt und ich die Möglichkeit habe, noch weiterzumachen. Im Oktober soll das Gruselkabinett seine Pforten öffnen. Gänsehaut inklusive.